Oh, hallo, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Division 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben auch schon ein Projekt wieder abgeschlossen. Das finde ich super. Wir sind noch in. Wir sind nicht mehr. Ne, wir sind nicht mehr in New York. Ja, ich verwechsel vielleicht das mit meinem zweiten Account. Können auch einmal spenden. Machen wir auch gerade so, dann können wir das nämlich auch abschließen. Da müssen wir was für Aktivitäten abschließen. Okay. Dein Campus-Projekt ist bereit zur Ja. Fertigstellung, Agent. Mache jetzt erstmal noch. Ein Ich glaube erstmal die internationales hier. Treffer mit dem Campus zu tauschen. Aber wir gehen erstmal. Ich mache da erstmal da eine schnelle Reise hin, da ist der Weg nicht so weit. Ist der Weg nicht so weit? Geiselnahme in der Nähe. So. Hier erstmal alles nur mal kurz durchlooten. Dann machen wir mal die Markierung hier Inker hin. namens Jeff war mit dem Campus zu Tauschgeschäften verabredet, ist aber nicht aufgetaucht. Finden Sie ihn, falls er noch lebt. Jo. Dann laufen wir ganz einfach mal hin zum Beekeeper-Chef. Schauen wir mal, was der so für uns hat und der Loot vor allen Dingen. Halten Sie Ausschau nach Jeff. Er ist vom Radar verschwunden und der Campus macht sich Sorgen um ihn. Jo, wir gucken, wo der Chef ist. Da ist nichts. Gut, dann gehen wir mal hoch. Oha. Noch gar nicht richtig da. Hätte ich schon beschlossen hier, hallo? Jetzt geht's euch noch gut? Nein? Was hat's nicht drauf? Ich muss mich gerade mal kurz heilen. In der Scheißposition. Ein anderes Gewehr mit ein bisschen mehr Magazin. Natürlich alle in eine scheiß Position, wo ich nichts groß machen kann. Alter, die haben sich auch verschanzt, die Jungs. Ja, schon wieder ich und. Raus. Suchen Sie
sie weiter. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Ich muss nur gucken, ob ich eine andere Waffe finde, eine bessere, wie wir jetzt schon haben. Ich bin mit meinem Equipment noch nicht so ganz zufrieden, was Waffen angeht. Weiß auch nicht, irgendwie nicht so viel Wump. Ist ein Scharfschützengewehr. Dann noch irgendwas Mod, ne? Ah. Präzision. Und da machen wir kritischer Schaden drauf. Und da machen wir optionale. Oh. Nach einem großen Schwarm. Von wo? Von links oder von rechts? Sieh mal an, wer da ist. Schön, dass Sie da sind, Division. Ja, gerade als ich beim Ernten war, kamen ein paar Hyena-Bastarde angetanzt. Wissen Sie, ich dachte, ich warte einfach, bis es Ihnen langweilig wird. Scheiße! Wenn es eine Sache gibt, die ihr richtig gut könnt, dann Radau machen. Ein bisschen mit der Granate ein bisschen beschäftigen. Hat ja gut geklappt. Finde ich von euch richtig gut sozial, wenn ihr direkt zu mir kommt. Dann brauche ich nicht zu euch zu kommen. Das finde ich richtig schön von euch. Sie kommen von der anderen Seite. Wow, super, toll, danke. Danke für die Info. So, machen wir das mal so. Dick muss weg, die geht schon mal weg. Kann er noch weg? Komm. Ah, ich habe gedacht, das wäre der Feind. Ich wollte eben schon Abzug drücken. So, was haben wir denn hier? Muni und. Ja, also nichts Weltbewegendes. Danke, Sie haben mir echt den Arsch gerettet. Wie wär's mit einem Glas flüssigem Gold? Ich hab keine Ahnung, was man im Weißen Haus so zu essen bekommt. Aber ein Löffel von dieser Köstlichkeit macht alles besser. Ist auch guter Bauchredner. Es wird wohl Zeit, zum Campus zu gehen. Hier kann ich ja nicht bleiben, solange mir diese Hyenas im Nacken sitzen. Genau. Gute Arbeit. Ist nicht mehr so einfach, eine Naschkatze zufriedenzustellen. Ich schicke eine Eskorte, die Jeff zum Campus bringt. So, geh mal. Zum Regierungsbunker. Mal schauen, ob wir die Mission schaffen. Haben wir ein Team losgeschickt, um den Hauptknoten zu reparieren. Sie haben sich nicht gemeldet und ich kann Sie nicht über Isaac erreichen. Ich mache mir Sorgen um Sie. Der Knoten befindet sich in einer alten Notunterkunft unter dem Washington Circle. Ach,
verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Wo ist das Geld raus? Wir probieren es mal so. Wir haben noch zwei Medikits, glaube ich, noch dabei. Das müsste eigentlich reichen. Wir sind halt ein bisschen vorsichtiger spielen, nicht so pushen, sondern ein bisschen zumindest mal zurückhalten. Ich weiß nicht, wie dessen Feature irgendwie so. Und ja. Also wir müssen zurückhalten, da den Bunker dann spielen. Alter, hat mich getroffen mit einem komischen Pfeil oder was? Ich treffe den kleinen Lutscher irgendwie nicht. Oh, Pistole macht. Oh. Wir müssen herausfinden, was mit dem Reparaturteam passiert ist, das wir zum Shade-Knoten geschickt haben. Die Notunterkunft befindet sich unter ihnen. Finden Sie einen Weg nach unten, aber seien Sie vorsichtig. Also, ich bin immer vorsichtig. Aber die macht schon ein bisschen mehr Spaß hier. Oh, meine kleine Granaten mal hinwerfen. Oh. Will ich messern. Oh. So, da war ja nichts zum Looten. F only. Yo. Wir gehören zum Staff. Munition ist gut. Bitte sag erst, die Hilfe gibt's. Die Granate, klasse. Die Bitch, die sich vor uns versteckt hat, war auf Roosevelt Island. Niemand ist durch den Deal da weggekommen und hat Emmeline beschissen. Und. Boah. Voll weggerissen. Hat einen erwischt. Ein? Jetzt mehr hab ich, Junge. Komm. Ich glaube, so wird jetzt nichts. Erledigt. Das ist unmöglich. Tragbare
das Gerät erkannt. Halte die Augen offen. Erwarten. Ich brauch scheiß Deckung. Gibt's keine. Computer erkannt. Gut. Durch den Computer können Sie Isaac mit Ihren Kommunikationssystemen synchronisieren. Hoffentlich kann unser Team antworten und sagen, wo Sie sind. Verbindung hergestellt. Hallo, hört mich wer? Hier spricht Manny Ortega von der Division. Manny? Gott sei Dank. Maya hier. Der Rest des Teams ist nicht mehr. Wir konnten den Knoten nicht online bringen. Ich habe einige Teile, die den Knoten des Weißen Hauses mit dem nationalen Netzwerk verbinden können. Aber vor meiner Rückkehr tauchten diese irren Arschlöcher auf. Sie müssen mich hier rausholen. Hat er hier irgendwo was versteckt? Ah, hier. Der ist mit da durch. Geht durch. Alles irgendwie geheim gehalten. Oh, tschüss. 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 Er kam unerwartet, Der kam eben unerwartet. Oh cool, wieder das Objekt entdeckt. Nehmen wir gleich mit. Wo soll das enden? Wo soll was enden? Das. Gar nicht. Niemals. Sie kann sich nicht ewig. Ach gut, guck. Alles fit. Im Moment bin ich in Sicherheit, aber bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist schon unterwegs, Maya. Warten Sie, bleiben Sie ruhig. Bis jetzt läuft alles doch besser als gedacht. Ich das, wenn ich das so sagen darf. Bis jetzt, aber ich kann sie doch schlagartig ändern hier.
Jetzt werde ich meine Drohne hin. Sie müssen das Feuer löschen. Maya hat nichts, was sie gegen Feuer schützt. Rote Tour wieder einfahren. Auch nichts mehr Großartiges. Nimm das Messer. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Doch. Du kannst. Nimm es. Gut. Sehr gut. Hab keine Angst. Ich habe Angst. Das weiß ich. Und ich verstehe es. Du siehst diese unglückselige Kreatur und siehst ein menschliches Wesen. Und wie könntest du einem menschlichen Wesen Leid zufügen? Kennst du diesen Mann? Nein. Was hast du getan? Sag es ihm. Ich habe eine Frau getötet. Aus welchem Grund? Sie sollte zurücktreten. Sie hat nicht gehört. Was hast du dann getan? Ich schlug zu. Mit dem Gewehrkolben. Sie schrie mich an. Bespuckte mich mit Blut. Also schlug ich nochmal zu. Bis sie aufhörte zu schreien. Weil sie nicht auf dich gehört hat. Verdammt richtig. Verdammt richtig. Ihr Name war Vivian Harper. Nein. Du Mörder! Unsere Feinde sind keine Menschen. Jedenfalls nicht mehr. Sie gaben ihre Menschlichkeit auf, um zu überleben. Sie banden uns als Opfer auf einen Altar, damit sie selbst verschont werden. Doch wir haben uns befreit. Und nun müssen wir sie richten. Und bestrafen. Alle hat ja doch irgendwie einer was am Säuer. Aber irgendwie ganz groß. Sie müssen alle zum Psychologe. Also war ganz gewaltig. Munition. Oh, Reparaturkit. Gerade bin ich sicher. Aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Welche eine Bewaffnung. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Wenn du bei der Division bist. Na, Mädel, keine Panik. Wird regelt. Oh.
Ja, ich bin Herkules, oder was? Ah, cool, man, noch ein Freund, geil. Hat falsche Richtung, ich muss in die Richtung mal gehen. Ist mir besiegt, cool. Dank Drohne. Ich hätte ganz gerne mal eine neue Waffe oder so. Aber nee, das Spiel sagt, du kriegst keine neue Waffe. Warum auch immer. Nutzt mir wieso nie, also kann ich das ganze Zeug mal zerlegen, ganz in Ruhe. Aber wie hier, die benutze ich nämlich auch nicht. So, jetzt. Wenn sie nicht rechtzeitig gekommen wären, ob er tot ist, ich gehe zurück, sobald die Eskorte eintrifft. Und die ganzen Waffen, die ich immer brauche, tue ich auch ein bisschen zerlegen hier. Ding. Pistolen. Baum zerlegen, die brauche ich nämlich auch nicht mehr. So. Mit den von Maya besorgten Teilen können wir das Shade-Netzwerk wiederherstellen. Ich schicke ein Team, um Maya zu helfen und die Gefallenen für das Begräbnis zu bergen. Ja, und schon haben wir einen Stufenaufstieg. Zivilisten in Gefahr. So, dann gehen wir wieder zurück. Zum Hauptquart hier. Und schauen wir, was da so abgeht. Okay, dann machen wir eine Geiselrettung. Wird mir da irgendwie komisch angezeigt. Da retten wir eben noch ein paar Geißeln, komm. Dann kann es nicht. Der gerade hier. Der gerade hier in der Gegend. Machen wir es ja mal wieder platt hier, die Jungs. So und so. Nee. Das werden aber alle gewesen sein. So, deshalb gehen wir jetzt mal zum dahin zurück, genau. Geht doch besser als gedacht mit der Mission. Ich habe gedacht, wir haben da große Schwierigkeiten, aber das ist da durchgegangen wie, ja. Wenn man hier ein Fleischwolf kriegt. Ihre Arbeit hat die Kommunikation, Sicherheit und medizinische Versorgung deutlich verbessert.
Im Lagezentrum gibt es ein Überwachungsteam, neue Funkkoordinatoren und einen Bereitschaftsraum für Patrouillen. Wir haben erfolgreichere Einsätze und ein besseres Ressourcenmanagement. Die Krankenstation wandelt sich von einem Feldlazarett in eine richtige Klinik. Mit Intensivstation und Chirurgie können wir jetzt Leute heilen, statt nur zu priorisieren, wen wir retten. Das Shade-Netzwerk kann national wieder reaktiviert werden. Sobald es läuft, können wir mit Agents im ganzen Land kommunizieren. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für alles danken soll, was Sie getan haben. Ohne Ihre Hilfe hätten wir nicht überlebt, geschweige denn uns so entwickelt. Danke, Agent. Machen Sie weiter so. Jo. Wir müssen noch eine, ich abschließe eine, Neue Projekte sind verfügbar. Wollen wir die gleich mal angucken, bevor wir Feierabend machen. Oder da gehen wir jetzt noch kurz zum Campus. Campus. Ah, alles Campus. Jetzt gehen wir erstmal zum Händler, gucken, was der so hat für uns. Kommen Sie her, Agent. Sehen Sie sich an, was ich für Sie habe. Sind wir vielleicht bei unserem Zeug. Bei dir kann ich nichts mehr freischalten. Oh, hey. Meine vielen Punkte. Nein, aber. Bis später. Nee. Ja, das ist so. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Zum Campus. Geben da unsere ganzen Sachen ab. Und ja. So schön ist. Sehr gut, kann ich meine Projekte erobern? Nachschublieferung erkannt. Jo. So. Beim nächsten Mal machen wir hier ein paar Projekte fertig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, eures auf D86. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Denkt dran, lasst ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Tschüss.